Gibt es ein Event bei 100k auf YouTube? Ja, mein 100k YouTube-Special ist... Dann mache ich so ein Kartfahren-Video. Weil normalerweise kommt da hauptsächlich League of Legends-Content auf meinem Kanal. Aber ich habe sogar ein ganzes Among Us-Video. Und wenn wir 100k auf YouTube schaffen sollen, dann lade ich ein Kartfahr-Video hoch. Lame? Der Witz dabei ist ja auch schon, dass das ja schon lange hochgeladen ist. Das haben wir ja schon gemacht, nicht wahr, mein Freund? Nee, ich mache nichts bei 100k. Whatever. 100k Special sind doch voll langweilig. Die 100k, die sind ja einfach geil so für mich. Dann kann ich nämlich diesen, dann kriege ich diesen Play-Button zugesendet, diesen silbernen YouTube-Button. Den kann ich mir dann da an die Wand hängen. Und wenn ich dann eine junge Lady zu mir nach Hause mitbringe bei einem Date, dann sieht sie den und dann kann dann, ne, dann eins zum anderen. Du weißt, was ich meine. Das ist quasi perfekt. So, was ist der aktuelle populäre Bildpuff auf Waldemar? Protobelt into Cosmic? Ich gerade von Parts of den Q-Strife, möglicherweise spielt es kaum eine Rolle. Trotzdem nicht gut, Hände. Alter, er ist in meinem Kopf drin. Ich spiele eine Rolle fürs Mente. Damage ist nicht so relevant, ist dann er stackt ihn noch weiter hoch, aber es ist vor allem. Alter, Tolkien, jetzt fokus mal. Weißt du, was das Early Game ist? Nicht so geil für Waldemar und dann ab Level 9 ist es insane für ihn. Aber das Matchup hat sich sehr geändert über die Jahre, einfach aufgrund von den ganzen Changes. Das beste Item gegen Cannon. Auf Vladimir war es Spellbinder. Konntest einfach rushen und Cannon runterrennen und one-shotten. Alter, wie kann ich dann da reinlaufen? Ich bin ja so mental diff mittlerweile. Ja, je mehr Punkte ihr in Q habt, desto besser wird's. Braucht einfach Ability Ace. Früher gab es sogar den alten Bildpuff, wo ihr halt, ne, einfach Protobelt gerusht seid mit Kindle Gem und Finish Codex dann später einfach im Inventar liegen lassen, bis ihr irgendwann Sonders kauft. Geht alles nicht mehr. Vladimir wurde in der Hinsicht ziemlich genervt. Auch Ability Ace abgeschwächt. Der Grund, warum der Champion die ganze Zeit nicht auf Top Lane Valve war. Auch wenn man aktuell nicht gegen Cannon gepickt wird. Aber wir brauchen halt AP. Ich hab Bock auf Waldemar mal. Ich kann auf jeden Fall nichts dazu beisteuern. Ah, ist ziemlich bad für mich, weil die Wave suckt und ich kann die Wave nicht rauspushen. Die Sim wird die für Cannon freezen. Oh, Joke. Nein, wenn es null Ability ist, dann wir gehen einfach full AP. Die Q hätte ich sogar tanken sollen, wenn ich den Cannon ihm denie, aber ist auch gut hier zu pushen und zum Cannon, zum Herald zu moven. Proto in Base, dann könnte theoretisch wie Con TPen. Herald zu Secure und super huge. Vielleicht können wir sogar Botland TPen, um die Vayne abzusichern. Cannon kann zu flanken, das ist keiner scary. Oh, ich kann nicht W drücken, ich bin Chancy Seed. Oh, ich guess ist fein. My bad. Einfach straight wehen sollen, sobald ich Cannon komme. Sie hat Cannon reingeflasht? Ich meine, Wave ist sehr gut für mich. Wenn ich da W durchbekomme, wäre halt sehr nice. Und pop. Perfekt. Schönes Ding. Man macht Cosmic into Deathcap. Ah, dann habe ich echt einen späten Power Spike, aber I guess. Kha'Zix Zoom ist auch so lächerlich lästig. Das wird nächstes Mal nicht stark genug, um mir was zu machen. Er hat noch geflasht, aber er ist ein Spieler, die. Ich meine, Q ist durchgegangen, auch durch sein Flash. Aber ich bin da noch nicht wirklich online. Ich scale halt erstmal gar nicht. Früher wäre er einfach OP gewesen mit fucking Spellbinder, aber es sind neue Items. Protobelt gibt nichts im Vergleich zu früher. Dann müssen wir noch weiter scalen. Noch lange brauchen für unsere Power Spikes. Auch schön von Nami gemacht mit der Blastkunst drin und hatte ich wenigstens sie getötet mit dem Flash über die Wand. Weil sie ist rausgeflasht. Währenddessen hat Cannon Bot dann die Vayne gesurkelt, die 0-3. Lucian ist Turbo P, Sal ist Turbo P, die ganzen Gegner sind Turbo P, aber wir haben einen starken Kha'Zix. Mit allen Kills unseres Teams, basically. Kenne mit. Okay, wir sind jetzt hier dann. Keine Chance. Tritt mich einfach raus. Der Play ist zu Ende. Na, jetzt wird die Pin rein, also müssen wir fighten. Ah, der Play war kind of over. Oh, raus. Ich habe mir noch versucht, auf ihn rauf zu jumpen und stirbt einfach. Eieiei, wir sind halt noch lange nicht online, Mann. Danke, Yumi. Nice, diesen Saul gedodged, aber es war trotzdem too close for Comfort. Ah, Vayne nimmt Bot in Bot in sage ich schon, Bot-Turret.
Sport Olymp wäre fantastisch. Naja, wenn wir den Nash stehlen, können wir gewinnen. War nicht ganz rübergekickt. Nash ist gecancelt, wie es den Anschein hat. Oh, die sind noch drauf, maybe? Oh! Für Nash die Game gewonnen. Toll. Am Junge! Oh mein Gott. Wir sind halt ja so gegrieft, dass er noch weiterfightet. Dass er die zweite Q reinnimmt, das ist halt so geil für uns. Mein Gott, Webpad an K. Er hat das ganze Game getragen. Wir sind alle useless bis auf ihn. Hallo! Oh mein Gott, töt ihn doch! Das ist fein, das ist fein. Ich weiß auch nicht, warum Yumi von mir runtergegangen ist, als ich gerade gedingens war. Gepoolt. Das ist fein. Ah, das ist der actually King geworden, das ist halt wild. Ah, das ist einfach geil von Lucian, dass er da Pink geworden hat. Holy Mode, ich bin extra mit Super reingerannt. Mein Ult war nicht gut, nur auf zwei Leute. Ich hätte vier treffen müssen. Wenn Yumi noch irgendwie ihre Ult durchkriegt und wir noch ein bisschen länger mit Kha'Zix leben, wäre es auch huge. Ah, wird uns wahrscheinlich einfach die Hälfte der Base kosten, nur. Der Turm ist bereits ziemlich low. Ich glaube nicht, dass sie enden können, aber vielleicht einen Nexus-Turm, wenn sie heimgehen wollen. Aber sie werden wahrscheinlich nach dem in der Recoin. Wenn wir haben Vayne, die sind nicht da. Das Ding ist One-Shot. 0-6 Vayne hin und her. Sie macht damit auf Nash. Oh, what the fuck. I'm online, guys. Die fucking shit, mate. Komm. Weil immer noch gefühlt kaum Damage, Mann. Ich bin jetzt so eigentlich so strong, aber ich mache jetzt eigentlich auch guten Damage. Da konnte ich durch die Backline durchfahren. Mit Yumi auf mir drauf habe ich so 600 AP aktuell. Ein bisschen weniger, wenn Nash ausläuft. Komm, der ist die actually raus. Wieso dasht sie raus, wenn gerade eine Cannon ult in ihrem Face ist? Like, Bro. Die jumpt raus, wenn Cannon ult ist. Yikes. Man kann es gerne die Wortwelle farmen, so. I don't give a fuck. Ich bin jetzt mittlerweile so strong. Jetzt noch Voidstuff oben drauf und dann ist over. Die sind jetzt also auf Mercs geswitcht von Tabis. Der Typ baut jetzt auch MR. Ich hab 700 AP mit Yumi, not bad. Like, ich bin der. I am the most boosted. Blood, oh my goodness. Wie ich da nicht Penta kille, das ist ja so peinlich. Oh my goodness. Wie drücke ich da nicht einfach EW und Penta kill alle? Wie drücke ich da nicht EW und Penta kill jeden einzelnen Champion in dem Gegner-Team? Like, oh my god, das war der easigste Fight. Oh mein Gott, Mann. Ich hatte keinen Flash. Das immerhin ist ein Punkt, aber das war der einfachste Fight, den man spielen kann, den man haben kann. Wow. Wow. Ich muss einfach kennen. Mich trifft eine Max Range fucking Sylas E, Alter. Come on. Ich hab Pool und Double Sonyas. Ach, whatever. Ist fein. Ist Video okay. Einfach zu grießkrammig mit meinen scheiß Pools. Ich kann einfach mal Pool drücken und ich töte alles. Aber ich refuse, diesen scheiß Button zu drücken. Aber das glaube ich auch in der Situation auch keiner fein. Aber es war halt eine Max-Range-Chain, das Sylas wie eh. Ich habe ja gedacht, die trifft mich nicht wegen High Lower Ground, aber einfach W drücken und Pentakill. Oh, die sind. Ah. Oh, nice. Oh mein Gott, ich bin so, Alter, ich bin so fucking reported für dieses Game. Können wir enden? I think we can end. Wir haben Nash, die sind für 50 tot. Er hat Pool gedrückt. Und er ist trotzdem beinahe dead. Ah, ist over.
Er hat actually mal Sonnes gedrückt. Oh my goodness, he's pressing his buttons. Oh yeah. Ja, gutes Game. Aber ich einfach aus Prinzip am Ende auch den Pool nicht benutzt, sondern einfach nur, um den Punkt klarzustellen. Ja, aber vielleicht in Akabane. Wir haben leider in jedem Teamfight beide Hände gebrochen. Er hat in Monaten kein Vladimir gespielt. Ah, ich glaube trotzdem, der Champion ist ziemlich scheiße in Laning Phase und Power Spikes sind Schleißer, aber wenn man in dem Punkt war, nachdem wir Nash gestillt haben, war ich jeden Fight OP und habe jeden Fight einfach nur hart gegrieft. Most Damage im Team, ich war eigentlich so 1v9, ja. Ich war ein Fettacker, Mann. Ich war einfach fucking useless, dead weight.